Wenn der Mann sich einmal was in den Kopf gesetzt hat oder von etwas überzeugt ist, dann ist das auch so. Und da lässt sich dann meist auch nicht mehr drüber diskutieren. So, hier haben wir wieder so einen Was ist das ultimativen denn? Haltern gefunden. Ich denke mal, dass wir die auch später brauchen im Endfight. Falls es sowas wie einen Endkampf hier gibt gegen Gandua, werden wir die bestimmt brauchen, diese Heilringe. Sollten wir die vielleicht auch mal im Menü ausrüsten dann. Naja, wir schauen mal. Wir gehen jetzt mal hier runter. Denn wir nähern uns der markierten Stelle auf der Map. Ich denke mal, dass der Final Showdown in Gandors Thronsaal stattfinden wird, aber ich weiß es nicht. Vermutung liegt natürlich nahe, weil die Anfangssequenz auch da gestartet ist. Was natürlich viel wichtiger sein wird, ist die Frage, ob wir es schaffen, unsere Schwester zu befreien. Beziehungsweise sie überhaupt noch zu retten vor dem sicheren Tod. So. Ja, komm, ist gut mit der Dorne. Komm. Hab ich gespeichert? Ich hoffe doch. So, das war's dann auch an dieser Stelle wieder hier. Sind wir wieder umgebrezelt worden. 23, 22, also ihr seht hier 23 Spielstunden. Das ist etwas mager, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie lange andere dafür gebraucht haben. Und ich habe schon ziemlich viel mitgenommen. 23, 17, 15, 22. Ja, das ist der richtige Speicherplatz. Ich werde später mal vielleicht mal das zusammenrechnen, wie viel Zeit wir letztendlich in dieses Projekt gesteckt haben. Beziehungsweise, wenn das wirklich das Ende von Two Worlds 2 ist, dann stelle ich mir natürlich die Frage, ob ich alles gemacht habe, was man hier machen kann. Ich denke mal, den einen oder anderen Auftrag habe ich mit Sicherheit auf der Strecke liegen lassen, beziehungsweise nicht lösen können. Was aber nicht heißt, dass wir das Spiel nicht zu Ende geführt haben. Also ich muss sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Two Worlds 2. Ich habe Two Worlds 1 damals auch gespielt und war da schon sehr begeistert. Gibt es hier irgendwie einen ultimativen Schalter, der die ganzen Teile hier öffnet? Ah, ja, hier hinten ist irgendwas. Also, ich vermute mal, dass es hier einen riesengroßen Endkampf geben wird, weil wir die ganze Zeit schon hier episch viele Mana und Heiltränke bekommen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, für was die alles sind. So. Und hier ist ein Hebel nach dem anderen zu betätigen. Also hier kommt schon ein richtiges Gothic-Feeling auf, gerade möchte man meinen. Hier vorne hört man irgendeinen Flusslauf. Ich will mal nicht hoffen, dass wir hier gleich irgendwie überschwemmt werden oder sowas. So, hier vorne ist noch ein Hebel. Den wollen wir jetzt auch mal drücken. Zack. Das ist doch mal epic. Ich habe keine Ahnung, für was die Hebel sind, aber Hauptsache mal gedrückt. Ih, da liegt eine tote Maus. Ist das ekelhaft. Aber hier gibt's keinen Schalter für diese Tür. Okay, da können wir also nicht rein. Vielleicht ist Akira drin, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen. Okay, hier ist auch eine verschlossene Tür. Vielleicht bekommt man da so einen ultimativen Schlüssel für. Ich weiß es nicht. Wieso kenne ich diese Stelle schon hier? Hä? WTF. Naja, wir gehen einfach mal hier hoch. Hier ist die Markierung auf der Karte. Vielleicht gibt es hier einen Porter oder so. Teleportplattform, das wäre naheliegend. Nein, jetzt kommt eine Sequenz scheinbar. Also viel Spaß, ich halte erstmal meinen Sappelmund. Der Herrscher erwartet dich bereits. Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich dir trauen sollte. Also dann, führ mich zu deinem Herrscher. Okay, das ist jetzt echt epic. Die Wachen von Schloss Wacken haben mir Waffen niedergesteckt und... Okay, da fahr. Hast du mich sehr vermisst? Was machst du denn hier? Das wird nicht die letzte Überraschung sein, du wirst sehen. Dann gehen wir. Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. WTF. Da sitzt Gandua hier links im Bild, hat man ihn gerade schon gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Da ist der Bastard. Lasst uns jetzt allein. Gandua. Endlich stehen wir ihm gegenüber. Beende diese Sequenz, ich will ihn töten. Ich bin sehr froh, dass du zu uns stoßen konntest. Okay.
Aber nicht so froh wie ich. Kira! Kira. Okay, was läuft hier? Wir waren so lange getrennt. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Kira, das ist ja... Es geht dir gut. Nicht wahr? Und es ist Gandorhas Verdienst. Aber Kira, was... Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Schaffst du das? Also, das fällt schwer. Versteh doch, man hat dich die ganze Zeit belogen. Euch beide. Kira, die Zeit drängt. Du musst das Ritual beenden, bevor Aziral sich befreien kann. Aziral? Okay, was läuft hier, Freunde? Haltet sie auf! What the fuck? Die Prophetin. Ah, wie ich sehe, sind bereits alle versammelt. Rüffel. Das ist ausgezeichnet. Kassara, Gandorhar, er... Gandorhar überlässt du am besten mir. Nein, sie spielt ein falsches Spiel. Seid still, alle beide. Die Zeit der Offenbarung Ach, ist so gekommen. Kacke. Genießt das Privileg. Des einzig wahren ist sie Gottes nicht ganz dicht, die Alte? Meines oh mein Gott. Gottes. Aziral. Für Innos. Geh sterben, Weib. Das kann doch nicht... What the fuck? Kniet nieder und huldigt Aziral. Besänftigt seinen Zorn über die verlorenen Jahrhunderte. Durch mich wird er seine Freiheit wiedererlangen. Nein, das darf nicht geschehen. Ich hätte Aziral niemals nach Antalor bringen dürfen. Wenn er frei ist, wird alles Leben erlöschen. Was geht denn jetzt auf einmal? Gandorhar spielt den Guten, oder? Nicht alles Leben. Die Tiere, ja. Elfen, Zwerge, Menschen, Orks. Und ihr Menschen werdet untergehen. Aber eine Rasse wird sich zu ihrer vorherbestimmten Herrschaft aufschwingen. Meine. Was redest du da? Wer bist du? Bestimmt ein Mutant oder sowas. Ein Dämon. What the hell? Dracula? Vampirin? Okay, ein Erzdämon, oder? Okay, das ist jetzt nicht mehr lustig, Kassara. Ich glaube, wir sollten dem Spuk, nennen wir es mal Spuk, ein Ende bereiten. Was zum Geier? Geh. Nimm deinen Bruder und das Orkmädchen. Bereite den Sarg vor. Geh jetzt. Du wirst dein Drachenblut vergießen und das Schicksal deines Gottes besiegeln. Okay. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass Gandorhar das nicht überleben wird. Eine epische Sequenz. Mal schauen, was die drei jetzt hier machen. Kira? Okay, Kira. Der Kira scheint nicht so gut zu gehen. Denn? Hallo, dafür genießen wir gerade tiefe Einblicke. Es ist Aziral. Er versucht, sein Gefängnis zu verlassen. Es kostet mich zu viel Kraft. Wir müssen das Ritual durchführen. Ich verstehe nicht. Aziral hat Gandorhar von Anfang an benutzt. Sein Ziel ist es, Verita freizusetzen. Mit Verita will er alles zerstören, okay, was wir kennen. Bis hin zu den Erbauern unserer Welt. Damit er eine Welt nach seinem Vorbild erschaffen kann. Der Feuergott ist hungrig. Er hasst die bunte Vielfalt in Antalor. Nach seiner Vorstellung soll alles, was sich bewegt, ihm gleichen. Wie auch das Feuer alles gleich macht.
Und Gandohar war zu machthungrig, um Azirals Beweggründe zu erkennen. Aber Kassara... Kassara wusste, dass Gandohar ohne dich seine eigene Lebenskraft brauchen würde, um mich am Leben zu halten. Verstehst du nicht? Sie dient Azirah und Gandohar würde geschwächt sein, wenn sie zu ihrem finalen Schlag gegen ihn ausholt. Jetzt bleibt uns nur eines übrig. Wir müssen versuchen, Azirah aufzuhalten, wenn es nicht schon zu spät ist. Hast du eine Ahnung, wie wir das schaffen sollen? Mit dem gleichen Sarkophag, den uns die Götter vor vielen Jahren sandten, um Azirah zu verbannen. Komm mit mir, wir haben wenig Zeit. Okay. Folge Kira. Spiel wird automatisch gespeichert. Hier stehen einiges an Tränken rum, also ich vermute mal, dass wir hier im Final Showdown gleich gegen diese Kassara haben werden, gegen die Prophetin, für die wir eigentlich gekämpft haben und der wir eigentlich vertraut haben. Also ich habe hier vertraut. Vor allem die Wandlung von Gandohar, die ist ja jetzt echt mal epic. Scheinbar hat er die ganze Zeit für die richtige Seite gekämpft. Also vermute ich mal, dass wir gleich noch ein paar Heiltränke brauen sollten. Schloss Wagma. Tja. Wir gehen mal dem Teleport nach und schauen mal, wo Kira hin ist. Und da fahren die beiden Mädels hin. Okay. Also das sieht schon verdammt nach einem Endkampf aus hier, das Endgegner-Bosskampf. Ein Sarkophag. Ja. Er soll Azirals letzte Ruhestätte werden. Aber wir brauchen von jeder seiner Schöpfungen etwas, um ihn dort zu verbannen. Blut? Das Herz eines Dämons. Das ist epic, ne? Blut? Von Dafa? Orkblut? Orkblut. Aber was hat Kira zu geben? Aber woher? Die Krone Gandors. Das schwarze Herz des Dämons. Töte Kassara. Okay, also das ist der Beweis, dass sie Gandohar getötet hat und... Wurf geschützt? Also wir müssen jetzt erstmal ins Inventar gehen und verdammt viele Heiltränke ausrüsten. Also ich gehe zu 80% davon aus, dass ich diesen Wettkampf nicht im ersten Mal entscheiden werde. Beziehungsweise gar nicht gewinnen werde. 7. Das legen wir auf die 8 und dann holen wir uns mal einen Feuerresistenzgang. Schutz gegen Kälte. Blitze. Schutz gegen Feuer. Den trinken wir jetzt mal. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen hier schlau machen, sag ich mal, wie man gegen diese Kassara überhaupt Schaden anrichten kann. Also wir sehen hier neben diese Wurfgeschütze, keine Ahnung, was man damit machen muss. Und da kommt eine Feuersalbe von ihr. So, und ich habe keine Ahnung, wie man ihr jetzt was antun soll. Wir werden hier nochmal wir können nicht speichern. Das ist ja ganz super. Was war das jetzt? Ich konnte die nicht mal treffen, ey. Oh mein Gott. Ja, laden natürlich. Jetzt können wir diese Sequenz da 100 Mal ineinander laden. Schloss Wagma. Erfahrung. 2317. 23, 31, das ist... Okay. Tja, dann bleibt uns nur dieser Speicherplatz direkt vor dem Teleport. Das heißt, wir müssten hier jetzt am besten so viele Heiltränke wie möglich ausrüsten, dass wir das nicht machen müssen nach dieser Sequenz. So, das liegt schon auf der 9. Dann machen wir das auf die 8 und auf die 7 und den Anti-Feuertrank, den trinken wir dann oben. Speichern wir erstmal ab. Tja, ich habe keine Ahnung, wie man das besiegen soll. Also
und daneben stehen solche Wurfgeschütze. Ja, diese Sequenz überspringen. So speichern kann man hier leider nicht. Das heißt, wir müssen immer wieder an derselben Stelle fortfahren. Weitermachen. So, wo ist sie denn jetzt? Ja, Kasara. Die wir irgendwie nicht treffen können. Doch jetzt. So, jetzt nehme ich mal schnell so einen Feuertrank. Schutz gegen Feuer. Zack.